Fettes Brot sind wieder da. 5 Jahre nach ihrem letzten Studioalbum ist jetzt ihre neue Platte 3 ist ne Party erschienen. Und die Verschnaufpause hat den drei Hamburgern offenbar gut getan. Man weiß ja immer nicht so, was macht die Pause mit einem, was macht die Pause mit der Band, mit den Bandstrukturen, mit der Motivation. Und glücklicherweise hat sie dazu geführt, dass wir mehr Spaß denn je im Studio zusammen hatten. Und wir getragen wurden von einer Euphorie irgendwie während des ganzen Produktionsprozesses. Auch gleichzeitig natürlich ein bisschen beängstigend, dass wir so lange keinen einzigen Song aufnehmen, für uns selbst auch und auch für die Fans. Aber es hat dazu geführt, dass es noch schöner wurde, finde ich. Und wie es der Titel schon vorwegnimmt, kehren die Norddeutschen mit 3 ist ne Party wieder zu ihren musikalischen Wurzeln zurück. Wahrscheinlich herrscht jetzt bei uns so das Gefühl, für dass wir so viel schon gezeigt haben, unsere Facetten, was wir machen können, was für Überraschungen in uns stecken, dass wir keine Sorge mehr haben, auf sowas wie eine Partyband festgelegt zu werden und dann gerade dahin zu gehen, wo man denkt, okay, das ist etwas, wo wir vielleicht irgendwie vor Jahren noch versucht haben, etwas von wegzukommen. Und jetzt sind wir wieder so bei unseren Kernkompetenzen angelangt. Also Partys, Frauen, Hamburg, gute Musik und das unterhaltsam verpackt. Der unterkühlte Norden und Partymusik, wie das zusammenpasst? Der typische Hamburger ist knorrig, mittelgut gelaunt, wortkarg, norddeutsch spröde, aber auch sehr herzlich. Ja, ich weiß nicht, so viele halten wir, glaube ich, nicht von so Kategorien, aber das waren jetzt so die Klischee-Bezeichnungen, die man für uns Hamburger hat. Wenn man sich nicht sofort umarmt fühlt, dann sollte man sich davon nicht irritieren lassen. Die Herzlichkeit der Hamburger, die kann man oft dann erst auf den zweiten Blick erkennen, aber dann umso beständiger. Und als waschechte Hamburger zeigen Fettes Brot auf der neuen Platte auch gerne ihre melancholische Seite. Es sind ja durchaus auch ernstere Momente oder so melancholische Momente drauf. Ich finde aber auch, das gehört irgendwie zu einer richtigen Party dazu. Man muss sich das ja nicht nur vorstellen, eine Party ist ja nicht nur eine Disco oder ein Club, eine Tanzveranstaltung, sondern eine Party ist eben halt auch zu dritt in der Küche sitzen und dann mal beim Glas Rotwein auf dem Balkon kurz rausgehen und ein bisschen sinnieren über das Leben oder sowas. Auch solche Momente gehören, finde ich, zu einer anständigen Party, zu einer richtigen Party dann auch dazu. Im Vordergrund steht aber weiterhin das Abfeiern. Und das können die Fans bald auch in Österreich. Am 24. Januar 2014 werden wir das Gasometer zerrocken und freuen mich schon sehr drauf. Das wird ein großer Spaß, glaube ich. Und dann gehen wir im Januar, Februar auf Tournee und im Sommer auf Festivals und im Herbst ist wahrscheinlich wieder auf Tournee und zwischendrin werden wir weiter schöne Musik machen, weil noch sind unsere Ideen nicht alle. Und dann schauen wir mal. Also weiter planen als bis Ende nächsten Jahres kann und will ich noch nicht.